Der Walk über die Lenzerei hat eine grosse Bedeutung. Somit kommt die ganze Familie, die Kollegen. Es bringt grosse Motivation, wenn man vor heimischem Publikum Gas geben kann. Ja, ich würde sagen, das ist neben der WM das zweitwichtigste Rennen im ganzen Jahr. Vor dem Heimpublikum, wo natürlich auch viele Sponsoren, Freunde, Familie dort sind, dort will man natürlich umso mehr sich von der besten Seite zeigen. Darum hat die Lenzerheide schon einen ganz, ganz grossen Stellenwert. Jetzt dieses Jahr verletzungsbedingt in Albstadt und dadurch den zwei Weltcup-Rennausfällen haben wir heute noch mal auch die letzte Gelegenheit für die WM sich zu qualifizieren in drei Wochen in Kanada. Und das ist sicher ein spezieller Aspekt, der auch so im Hintergrund mitschwebt. Wir sind nach dem Weltcup in Val d'Isola sind wir eigentlich direkt in die Lenzerei gekommen. Um auch vor allem ein bisschen auf die Höhe akklimatisieren. Im Großen und Ganzen ist alles individuell. Jeder macht seinen Plan, aber wir schauen natürlich, dass wir so viel wie möglich zusammen machen können. Ja, am Dienstagabend haben wir eine Yogastunde mit Julia, unserer Physio, gemacht. Ist mal etwas anderes, macht auch Spass. Ist auch ein bisschen alles kombiniert, ein bisschen Krafttraining, Stretching. Ja, natürlich jetzt sonst vor dem Weltcup, wenn wir erst am Mittwoch oder am Donnerstag können, haben wir keine Zeit für das. Aber dadurch, dass wir schon am Sonntagabend da waren, haben wir das gut einbauen. Ist grundsätzlich eigentlich immer gut drauf, eine positive Person und ergänzt sich gut mit all den anderen im Team. Also, wir haben alle sehr, sehr gern. Zum Glück kommen die auch super miteinander aus, der Lars und der Nino. Der Lars hat sehr, sehr viel Respekt vor dem, was der Nino geleistet hat und macht und schaut schon sehr genau hin, wie er gewisse Sachen angeht. Ja, nach den letzten Rennen, vor allem jetzt nach dem Weltcup in Val d'Isola, hat es mir noch mal einen rechten Rückschlag gegeben. Es läuft einfach nicht so, wie ich mir es erhofft habe. Bin ich nicht in dieser Lage, um vorne mitfahren zu können. Es war nicht einfach jetzt für ihn. Es ist immer noch nicht einfach, weil er immer noch nach der Bestätigung und dem Selbstvertrauen sucht. Und ich hoffe, dass. Also ich bin überzeugt, es braucht einfach ein Erfolgserlebnis, dass er wieder ganz vorne dabei ist. Und dann nachher dreht die ganze Geschichte wieder. Renntag 1 auf der Lenzerheide. Für Lars Forster beginnt heute der Kampf ums WM-Ticket. Ja, es war eine super Stimmung, wirklich. Ich glaube, so viele Zuschauer hat es in einem Shorttrack noch nie gehabt. Hat Spass gemacht, alle haben gut gefahren. Es war auch ein sehr spannendes Rennen für die Zuschauer. Es war mega schnell, was für mich auch etwas schwieriger gemacht hat, zum Überholen. Aber bin ich die ersten 24 gekommen und so bin ich zufrieden. Ja. Mir macht das eigentlich im Großen und Ganzen Freude, wenn Kinder oder auch die Erwachsenen Freude haben, wenn ich ein Autogramm gebe. Natürlich jetzt bei uns ist der meiste Fokus immer auf den Nino. Das leitet auch ein bisschen, nimmt uns auch ein bisschen den Druck weg. Aber ja, ich habe immer Freude, wenn es zu mir kommt. Für die Leistung selber wäre es natürlich besser, mich heute ein bisschen die Athleten mehr Ruhe und sie können sich gut fokussieren auf das Rennen selber. Auf der anderen Seite kann man ja nicht, wenn man so eine Gelegenheit hat, dann gibt es halt am Tag vor dem Weltcup eine Autogrammstunde und alle wollen auch etwas von diesen Athleten. Einfach locker bleiben und dann geht's schon. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen in Lenzerheide und somit beim einzigen Schweizer Weltcup-Stopp. Wir haben einen Fanclub, der ist hier in dem Wald zwischen Lichtboden. Fangruppe, für uns ist das ja speziell das Rennen, wie die Entscheidung ist, wer auf Mount St. Anne an der WM.
Und der Lars muss zwingend ihm seine zwei Kollegen besiegen. Ja, es war schon locker drauf, es war ein bisschen angespannt, Situation. Trotzdem wird er das meistern. Die 15 Minuten vor dem Rennen müssen wir in der Box sein. Das ist eigentlich so, ja, dann wird nochmal dein Velo gecheckt. Dann warten wir dort eigentlich, bis wir aufgerufen werden für die Startlinie. Versuche einfach so locker wie möglich zu bleiben, auf mich konzentrieren. Nochmal ein bisschen in mich hineingehen und aufs Rennen konzentrieren. Ja, also vor allem gerade eine Minute voran schaue ich nochmal, ob ich den richtigen Gang drin habe, dass meine Pedale in der richtigen Position sind. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Abwarten, ein Konzentrieren auf das Lichtsignal. Und somit ist der Start erfolgt. 6. Weltcup der Saison in Lenzerheide in der Schweiz. And it's a long climb from here to the top before they start coming back down right out of the gate. Du hörst es ziemlich gut, ja. Du hörst eigentlich alles. Du weißt nur nicht, von wem das jetzt kommt. Wenn es perfekt läuft, dann konzentrierst du dich nur auf dich, wenn du eigentlich völlig im Tunnel bist. Ja, es ist schwierig zu erklären. Es ist einfach, wenn die Beine runddrehen, gutes Gefühl im Körper. Ja, es passiert im Großen und Ganzen alles automatisch. Du machst einfach, ja. Und Lars Forster zeigt sich heute bestens aufgelegt. Ich würde mal sagen, momentan sieht es für den letzten WM-Startplatz gut aus für Lars Forster. Ich versuche einfach Infos zu geben über den Rennverlauf, was vor meinem Fahrer passiert, hinter meinem Fahrer passiert. Das einfach auch irgendwie einschätzen können. Wie verhalte ich mich? Mache ich Druck? Halte ich Position? Bin ich gerade safe? Und versuche so ein Minimum zu helfen von außen. Aber die Entscheidung liegt immer beim Fahrer zum Schluss, weil er ist direkt im Renngeschehen. Und ich muss wirklich Punkte suchen, wo ruhiger ist als anderswo. Aber so hier im Innenraum habe ich keine Chance. Defektpech für Lars Forster. Das Hinterrad muss ersetzt werden und somit kriegt die WM-Selektion nochmals einen größeren Spannungsbogen. Ich habe klar ein bisschen recht verloren und habe mich ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, weil ich gerade an der vorderen Gruppe eigentlich dran gewesen wäre. Aber haben wir eigentlich nachher recht noch gut können fangen und Top 15 können ins Ziel bringen. Und Lars Forster, Platz 15, der letztjährige Europameister, der wird sich wohl damit das WM-Ticket gesichert haben. Ja, ist schon ein bisschen eine Lösung für mich. Ich bin ziemlich am Limit die letzten Tage mental. Ist schon ein immenser Druck. Ich habe zwar versucht zu verstauen, aber geht nicht immer ganz so easy. Aber jetzt bin ich ziemlich zufrieden mit meinem heutigen Rennen. Ich habe mich tiptop gefühlt, das ganze Rennen durch. Schade mit dem Platten, wäre gerade eigentlich von der Top 10 Platz angefahren. Aber das Bestmögliche gemacht und es war ein guter Tag. Es war wirklich immens, wirklich haben wir eine riesige Unterstützung, auch mich noch mehr gepusht. Und könnte jedes Rennen so sein.